Hallöchen und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute die Fantasy-Neuerscheinung vom Oktober vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. In diesem Monat habe ich wieder 10 Neuerscheinungen für euch und beginne gleich mal mit dem 1. Oktober. Da kommt nämlich Zerschlagene Krone heraus, Geschichten und mehr aus der Welt der Roten Königin von Victoria Everyard. Und zwar wird das ein Begleitband werden, der zu dieser Reihe gehört und wohl 3 spannende neue Geschichten enthält. So wie ich gelesen habe, wurden 2 davon bereits auch schon online veröffentlicht. Und zwar heißt die eine Rotes Netz und die andere Der Gesang der Königin. Und ja, ich selber habe die Reihe jetzt nicht gelesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass für diejenigen, die die Reihe kennen und auch lieben, dieser Begleitband auch sehr interessant sein wird, weil es ja eben 3 neue Kurzgeschichten aus dieser Welt, oder weil er 3 neue Kurzgeschichten aus dieser Welt enthält. Des Weiteren erscheint am 1. Oktober noch Der Atlas der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Dieser 4. Teil ist ja bereits erschienen, aber jetzt kommt er in Taschenbuchausgabe heraus. Und ich kenne die ersten 3 Teile und normalerweise war das ja auch abgeschlossen. Und für mich war dann diese Story eben auch abgeschlossen. Und dann kam eben jetzt noch der 4. Teil heraus. Hat mich dann nicht so interessiert. Auch schon gar nicht, weil es halt in gebundener Ausgabe war und ich die anderen 3 Teile auch nur im Taschenbuch habe. Also als Taschenbücher habe und deswegen hat es mich dann auch nicht so interessiert. Vielleicht ändere ich ja nochmal meine Meinung und lese den 4. Teil doch nochmal und dann würde ich mir auch das Taschenbuch auf jeden Fall holen. Am 5. Oktober kommt Dämonenfinsternis heraus. Kurz vor dem Sonnenaufgang erscheint Die Nacht am dunkelsten von Nina McKay. Und dies ist der 3. Teil dieser Reihe, die ich selber auch nicht kenne. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe den 1. Teil auch schon mal in einem Video von meinen Fantasy-Neuerscheinungen vorgestellt. Und ich werde euch das Video auch nochmal verlinken für den Inhalt. Und dann kommt am 5. Oktober noch Cursed heraus, Die Hoffnung liegt hinter der Dunkelheit von Jennifer L. Armentrout. Und ja, das wird eine ganz neue Story von dieser bekannten Autorin und das Buch hat auch ein tolles Cover, wie ich finde. Ja, und zum Inhalt, es geht hier um die 17-jährige Amber, die nach einem schweren Autounfall stirbt, aber ihre Schwester hat halt eine magische Gabe und holt sie von den Toten zurück ins Leben. Das einzige Problem ist nur, dass sie jetzt auch eine Gabe hat und zwar stirbt alles, was sie berührt. Deswegen darf sie dann eben auch keine Menschen oder irgendwelche lebendigen Wesen anfassen und hält sich auch strikt daran. Aber eines Tages erscheint Hayden an ihrer Schule und behauptet, mit seiner Hilfe könne er diese Gabe kontrollieren. Das weckt natürlich Interesse. Denn sie würde gerne wieder Menschen berühren können. Am 15. Oktober kommt Gnoll heraus von Florian Fuchs und hat ein unglaublich süßes Cover, wie ich finde, gehört aber zu den Kinderbüchern, denn es ist ein Fantasy-Abenteuer ab 10 Jahren, worin es dann um Kobolde gehen wird. Sieht man, glaube ich, auch schon ein bisschen vom Cover her. Auf jeden Fall taucht man hier dann ein in eine Höhlenwelt voller Kobolde. Am 19. Oktober erscheint dann Der Orden des geheimen Baumes, die Königin von Samantha Shannon. Und das ist der 2. und auch schon abschließende Teil dieser Reihe. Und ich finde, das ist eine unglaublich große oder unglaublich tolle Fantasy-Saga werden wird, denn ich bin auch gerade dabei, den 1. Teil zu lesen. Ich bin da so circa bei den ersten 150 Seiten jetzt gerade, bin aber schon sehr begeistert, denn es spielt hier in einer wirklich sehr großen mittelalterlichen Fantasy-Welt
mit Magierinnen, Kriegerinnen und auch Drachen. Und ja, gefällt mir bis jetzt sehr gut und ich bin auch gespannt, wie es weitergehen wird. Und ich zähle das definitiv zu High Fantasy. Am 23. Oktober kommt Shadow Black heraus, Karten des Schicksals von Sebastian de Castell. Und das ist der zweite Teil dieser Reihe, wo ich bereits auch schon mal den ersten vorgestellt habe. Das Video werde ich euch auch nochmal verlinken. Also dieses Neuerscheinungsvideo werde ich euch dann eben auch nochmal verlinken. Bei den nachfolgenden Büchern will ich einfach immer nichts zum Inhalt sagen. Am 29. Oktober erscheint dann Märchenfluch, der Kuss der Wahrheit von Claudia Siegmann. Und das wird der dritte und finale Band sein der Märchenfluch-Reihe, in dem es ja um die Nachfahrenen der verschiedensten Märchenfiguren geht. Ich fand das schon immer interessant, so diese Story. Und die Cover jedes einzelnen Buches davon ist einfach wirklich bezaubernd. Aber bis jetzt habe ich die Reihe noch nicht gelesen. Außerdem am 29. Oktober kommt Die Mächte der Moria heraus von Zurada Cordova. Und darin geht es um Renata, die eine mächtige Gabe hat. Sie kann nämlich Erinnerungen stehlen. Und deswegen kam sie in früher Kindheit, glaube ich, schon an den Königshof. Und der König hat ihre Gabe halt für seinen Vorteil genutzt. Später ist sie dann jetzt bei einer Rebellenarmee, wo der Anführer der Rebellen und auch gleichzeitig ihr bester Freund Des vom Prinzen entführt wird. Deswegen geht Renata zurück an den Königshof und will seine Mission beenden. Dadurch erfährt sie auch immer mehr und mehr noch über ihre Vergangenheit und das kann dann auch das Schicksal des gesamten Königreichs beeinflussen. Das ist so eine Story oder ein Buch, das ich mir auf jeden Fall noch näher anschauen werde. Und jetzt habe ich noch zum Schluss, auch am 29. Oktober wird das erscheinen, und zwar Kampf um den Mora, Vertrauen und Verrat von Erin Beattie. Und zwar der erste Teil ist das im Taschenbuchformat. Es gibt ja die komplette Reihe auch schon, die ist schon draußen in der Hardcover-Ausgabe. Und jetzt kommt eben jetzt der erste Teil im Taschenbuch im Format raus. Was ich auch gar nicht so schlecht finde, denn ich finde, das ist eine sehr fantastische Reihe. Da hat es gar nicht wirklich was mit, also der Fantasy hat es da gar nichts zu tun und trotzdem spielt es in so einer mittelalterlichen Zeit und ist wirklich echt. Also ich bin sehr begeistert von dieser Reihe und ich liebe die auch. Ich habe aber bis jetzt nur den ersten und zweiten Teil gelesen und mir fehlt immer noch der dritte. Was ich auch blöd finde und was mich auch ein bisschen ärgert, ich hatte mir halt die ersten beiden Teile auch ausgeliehen, habe die gelesen und hätte mir den dritten eigentlich auch noch ausleihen müssen. Habe mir aber schon ewig nichts mehr ausgeliehen, weil ich noch selber so viele Bücher habe, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja. Ich möchte schon gerne wissen, wie es ausgeht. Und vielleicht sollte ich mir auch, weil ich die Reihe auch so liebe, wenn die Taschenbücher draußen sind, mir die einfach alle holen. Und ich könnte dann auch nochmal von vorne anfangen zu lesen. Ich weiß aber auch noch so gut wie alles, was da passiert ist im ersten und zweiten Teil, obwohl das schon so lange her ist. Trotzdem kenne ich immer noch so größtenteils die ganze Handlung und was passiert ist und ich liebe Sage und Alex, ja, und muss irgendwann den dritten Teil endlich nochmal lesen. Wie gesagt, vielleicht hole ich mir die Taschenbuchausgabe, die ist ja dann auch immer nicht so teuer wie die Hardcover, und lese dann einfach den dritten Teil endlich mal. Das waren alle Fantasy-Neuerscheinungen vom Oktober. Wieder wirklich einige interessante Sachen dabei, auch große Fantasy-Stories. Wenn ich wieder was vergessen habe, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben oder was euch davon für Bücher interessieren. Vielen Dank heute wieder fürs Zuschauen und bleibt schön gesund. Eure Rena. Tschüss.